Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor R. Wir wollen heute über das Diktatorspiel sprechen. Einige von Ihnen kennen es vielleicht schon, der eine oder andere aber auch nicht. Deswegen, Janis, magst du mal erläutern, worum es da eigentlich geht? Ja, hallo allerseits, hallo Judith. Das Diktatorspiel, im Grunde ist das kein richtiges Spiel in dem Sinne wie Schach oder so oder Monopoly. Wir nennen das Spiel, weil es aus der Spieltheorie kommt. In diesem Spiel gibt es zwei Spieler. Ich bleibe mal bei diesem Begriff. Und die Aufgabe eines Spielers ist, einen bestimmten Geldbetrag zu verteilen zwischen den beiden Spielern. Mehr ist gar nicht. Also wir können es mal ausprobieren, Judith. Wir beide spielen das Spiel. Du bist der Diktator und der Diktator darf Okay. in unserem Falle, wie sagen wir mal, 100 Euro jetzt verteilt werden zwischen uns beiden. Was machst du? Okay, dann würde ich mir 70 geben und dir 30, weil du mehr verdienst als ich. Ah ja, es gibt immer irgendwie einen Grund, sich selbst zu bevorzugen, natürlich. Das Interessante ist, dass die allermeisten Leute nicht den gesamten Betrag für sich behalten. Da wird es sozusagen spannend. Da geht es um Fragen wie Egoismus oder Altruismus. Wie viel sind das, die alles behalten? Ich sag mal so im Normalfall, es gibt verschiedene Varianten des Spiels, aber es sind vielleicht 10, 15%, die alles für sich behalten. Etwa zwei Drittel würden 50-50 aufteilen. Die sind also ein bisschen großzügiger als du. Und so wie du jetzt eingeteilt hast, ungefähr auch 20%, die sagen, okay, zwei Drittel für mich, ein Drittel für den anderen. Okay, also das ist so ein typisches Ergebnis für das Diktatorspiel, ja? Das ist genau so ein typisches Ergebnis, sagen wir mal, unter normalen Bedingungen. Jetzt weiß man nicht genau, was ist eigentlich eine normale Bedingung. Normal ist zum Beispiel, wenn es zwischen uns ausgelost wird, wer der Diktator ist und wer nur was bekommt. Das wäre normal, wenn wir uns vorher kennen und unterhalten. Zum Beispiel, oder das Aushandeln, wer spielt den Diktator und wer muss akzeptieren, was der andere sich ausgedacht hat, dann wird typischerweise mehr verteilt. Also dann gehen die Beträge, die dem anderen zugewiesen werden, nach oben. Wenn man eine andere Bedingung einführt, zum Beispiel, dass jemand das verdient hat, dass er Diktator ist, wird vorher ein Wissensquiz gespielt und wer am besten abschneidet, der darf der Diktator sein. Dann gehen die Beträge, die man dem anderen zuweist, eher nach unten. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, das ist das normale Ergebnis sozusagen. Okay, aber warum gibt man sich dann selbst nicht einfach 100%? Ja, das ist also die große Frage und das, was wir natürlich auch in der Sozialpsychologie untersuchen. Und die einfachste Antwort darauf ist, dass wir sozusagen gelernt, nee, von der Evolution mitbekommen haben, dass wir ein soziales Wesen sind, dass wir nur, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten, wir Menschen, wir Homo sapiens, nur wenn wir gemeinsam an irgendetwas arbeiten, dann auch Leistungen erbringen können, die weit über das hinausgehen, was ein Einzelner schaffen kann. Also wir können Aktiengesellschaften gründen, wir können zum Mond fliegen und all die Beispiele, die uns da einfallen. Und das beruht auf einer gewissen Großzügigkeit, die wir anderen Menschen gegenüber auch gewähren. Und man weiß, dass das sehr stark verwurzelt ist in unserem Verhaltensrepertoire. Und zwar deswegen, weil auch das Gehirn tatsächlich darauf reagiert. Also werden Botenstoffe frei, wenn man großzügig ist. Übrigens auch im Alltag, wenn man zum Beispiel ein großzügiges Trinkgeld gibt an einen Kellner, eine Kellnerin, die besonders freundlich war oder sonst irgendwie was verschenkt, dann werden Botenstoffe freigesetzt, die uns in gute Stimmung versetzen. Entscheidend ist dabei ein Stoff, den man Oxytocin nennt. Möglicherweise hat man das schon gehört. Das ist sozusagen das Kuschelhormon. Und im Grunde ist es tatsächlich so, dass wir uns dann richtig gut fühlen, wenn wir großzügig sind. Das ist, als würden wir mit der Liebsten oder mit dem Liebsten ein bisschen kuscheln und uns dabei wohlfühlen. Man kann dieses Oxytocin übrigens auch verabreichen als Nasenspray. Und wenn man das macht, bevor das Spiel losgeht, dann werden die Menschen tatsächlich auch großzügiger und geben dann auch mehr dem anderen. Man kann auch sonst irgendwie soziale Beziehungen herstellen oder auch nur simulieren, etwa wenn ein
Poster aufgehängt ist, wo man ein Gesicht oder nur die Augen sieht, oder wenn man Stimmen hört von Menschen, die sich unterhalten und so weiter, immer in solchen Situationen, wo das sozial wird, wo das Soziale aufgerufen wird, bei den Diktatoren, dann werden sie großzügiger. Ja. Okay, jetzt sagst du ja, das ruht irgendwie daher, dass wir von Natur aus ein soziales Wesen sind. Aber ist nicht auch ein bisschen das Verhalten berechnend? Ich meine, wenn ich dir jetzt 30 Euro gebe, ich weiß, wir haben jetzt noch ein bisschen miteinander zu tun, dann kann ich ja auch erwarten, dass du mir vielleicht irgendwann einen Gefallen zurückerweist. Stichwort Reziprozität, wir haben darüber auch mal ein Video gedreht. Also steckt dahinter nicht auch so ein bisschen Rationalität? Freilich, auch das kann man in dem Spiel simulieren, indem man sagt, es gibt zwei Durchgänge. Also erst ist Judith der Diktator und dann bin ich der Diktator. Und du wirst natürlich irgendwie berechnen, oh, wenn der nachher der Diktator ist, wer weiß, wie das dann ausgeht, womöglich behalten wir alles für sich und so weiter. Ist schon wieder eine neue Bedingung innerhalb des Spiels. Aber man muss sagen, dass sozusagen das, was unser Gehirn uns mitgibt, was die Evolution uns mitgegeben hat, erstmal völlig kulturunabhängig ist, auch vom Lernen unabhängig ist. Und dass wir erst innerhalb unserer Entwicklung lernen, dass es sozusagen etwas gibt wie Reziprozität. Also du tust mir einen Gefallen, dann tue ich dir wieder einen Gefallen. Du bist großzügig, großzügig und so weiter. Das müssen Kinder erst lernen. Ist auch schon untersucht worden. Das ist so im Alter zwischen 3 und 5 Jahren etwa, kriegen die das mit. Bevor sie 3 Jahre oder 4 Jahre oder 5 Jahre alt werden, berechnen sie nicht, sind also großzügig und erfreuen sich am Oxytocin-Ausstoß sozusagen. Ab 5 Jahren kommt das dann ins Spiel, dass wir überlegen, mit wem habe ich es gerade zu tun, zahlt er mir irgendwann diesen Gefallen, diese Großzügigkeit auch wieder zurück. Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du meine Fragen beantwortet hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne, Judith. Vielen Dank, Frau Diktatorin. Immerhin habe ich ein Drittel bekommen. Allen zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal. Damit unterstützen Sie uns sehr. Und wir freuen uns aufs nächste Video. Ciao.